In diesem Video möchte ich Ihnen nun vier Strategien geben mit praktischen Tipps, wie Sie mehr Fanaktivität bekommen und ein größeres Feedback auf Ihre Pinnwand-Einträge. Wenn Sie zum Beispiel einen Link teilen wollen über diese Funktion auf Ihrer Pinnwand, dann können Sie nämlich Folgendes machen. Ich zeige Ihnen das mal. Ich öffne einfach mal einen Artikel auf meinem Blog. Ich kopiere mir als erstes den Link. Danach gehe ich zurück zu Facebook. Dann klicke ich hier auf Link. Dann gebe ich jetzt hier die URL zu dem Link ein und sage Anhängen. Und nun mache ich den folgenden Trick. Ich gebe hier in dieses Feld noch einen Text ein. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Zwar ich das folgende hier ein. Muss kopieren. Also, was mache ich? Ich gebe hier Folgendes ein. Ich gebe hier noch zusätzlich zu dem Link, den ich hier mit meinen Fans teilen möchte, noch Folgendes ein. Schreibe, was du denkst, und danach gebe ich eine Frage ein. Also, das kann also jede Frage sein, die passend zu dem Link ist. Wie zum Beispiel jetzt hier geht es darum, warum ein Bonsai Blätter verliert. Und ich frage einfach die Fans, was denkt ihr? Wann verliert ein Bonsai Blätter? Was sind eure Erfahrungen? Und ich möchte halt einfach dadurch erreichen, dass mehr Fans auf meinen Eintrag Kommentare schreiben. Und dadurch erhöhe ich ja automatisch die Feedbackrate auf meinen Eintrag und dadurch steigert sich natürlich die Fanaktivität und auch die Sichtbarkeit. Und dadurch habe ich dann einfach mehr Traffic auch. Dann sage ich jetzt teilen. Okay, dann sehen Sie hier zum Beispiel, wie das Ganze jetzt aussieht im Newsfeed meiner Fans. Und ja. Kommen wir einfach mal jetzt zum nächsten Trick, den ich jetzt Ihnen zeigen will. Wenn Sie zum Beispiel Fotos hochladen wollen, können Sie ebenfalls den folgenden Trick anwenden. Ich hatte das ja auch schon in einem anderen Video gesagt. Ich wechsle einfach mal jetzt auf eine andere Seite von mir. Möchte Ihnen das dort mal zeigen. Klicke hier auf Foto, dann sage ich Foto hochladen. Dann suche ich das Foto auf meinem Rechner und sage ich öffnen. Und genau hier habe ich jetzt wiederum die Möglichkeit, in dieses Feld einen kurzen Text einzutragen. Und da es sich jetzt hier um ein Foto handelt, mache ich Folgendes. Ich gebe hier den Zusatz ein, zum Beispiel klicken Sie auf Gefällt mir, wenn dir oder wenn Ihnen diese Grafik gefällt. Und mit dieser kleinen Handlungsaufforderung versuche ich einfach mehr Gefällt mir Angaben zu bekommen. Denn auch das ist ja ein Kriterium dafür, dass meine Feedrate größer wird und dadurch dann eben mehr Fans diesen Eintrag sehen. Ja? Und der nächste Trick ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Foto hochladen und wenn es jetzt zum Beispiel ein Foto ist, was von Ihnen ist, zum Beispiel ein Foto, was auf Ihrer Webseite ist, dann könnten Sie zum Beispiel auch und sollten Sie natürlich auch die Quelle zu diesem Foto hier in diese Kommentarfunktion eingeben. Denn Sie können nämlich ohne weiteres auch Links in dieses Textfeld hier eingeben und dadurch haben Sie wiederum Traffic auf Ihrer Webseite. In dem Fall ist dieses Foto hier nicht von mir, deswegen gebe ich hier die Quelle zu dem eigentlichen Urheber hier ein. Aber sollte dieses Foto eben von Ihnen sein, können Sie hier wunderbar einen Link einfügen und dadurch natürlich wiederum neuen Traffic für Ihre Webseite generieren. Ja, also das nochmal so ein Tipp von mir. Und ich klicke jetzt hier zum Beispiel auf Teilen.
Wir sehen das. Hier oben ist jetzt die Handlungsaufforderung, hier ist jetzt das Bild und hier ist jetzt der Link zu der Quelle. Ja? Also das können Sie ebenfalls als Strategie nutzen, um einerseits mehr Fanaktivität zu haben, also mehr gefällt mir Angaben, da Sie ja wie gesagt hier die Handlungsaufforderung haben, auf gefällt mir zu klicken und natürlich zusätzlich eben, wenn dieses Foto eben natürlich öfter angezeigt wird im Newsfeed der Fans, dadurch natürlich auch die Chance größer ist, dass mehr Leute auf den Link klicken, um die Webseite zu besuchen. Das wäre mal die zweite Strategie, die ich Ihnen hier zeigen wollte. Eine dritte Strategie, die ebenfalls sehr effektiv ist, ist, wenn Sie Inhalte teilen auf Ihrer Pinnwand, haben Sie bei jedem Eintrag, den Sie auf der Pinnwand haben, den Link teilen. Und was passiert, wenn Sie auf Teilen klicken? Ganz einfach, Sie könnten jetzt diesen Eintrag auch auf Ihrer persönlichen Profil-Pinnwand posten. Ja? Und zum Beispiel auch auf anderen Seiten. Also wenn ich zum Beispiel hier auf andere Seiten gehe, könnte ich den gleichen Eintrag jetzt auch auf einer anderen Seite von mir posten. Und ich kann hier ebenfalls wieder eine Textnachricht eingeben. Und wenn ich jetzt hier auf Foto teilen klicke, dann wird dieser Pinnwand-Eintrag auch auf einer anderen Fanpage von mir veröffentlicht. Und damit erhöhe ich automatisch die Reichweite. Also mit diesem Trick sehen einfach mehr Fans diese Nachricht. Ich öffne mal die Fanpage und Sie sehen, hier befindet sich jetzt der gleiche Eintrag. Ja. Ein weiterer Trick ist zum Beispiel auch, wenn Sie in dem Namen Ihrer Facebook-Fanpage auf anderen Seiten auf Gefällt mir geklickt haben, dann können Sie diese Seiten ebenfalls über das Ad-Tagging, ich zeige Ihnen das mal, als Quelle nennen. Und wenn Sie diese Strategie nutzen, dann sehen nicht nur Ihre Fans diesen Eintrag, sondern auch die Fans der Seite, wo sie eben auf Gefällt mir geklickt haben. Und wenn es eine Seite ist, die sehr viele Fans hat, kann es wiederum zusätzlich für mehr Feedback und ja, zum Beispiel auch für mehr Fans sorgen. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Doch bevor ich dies tue, möchte ich diesen unschönen Werbelink hier auf meiner Pinnwand entfernen, denn auch Sie werden das hin und wieder haben, dass Sie solche Einträge auf Ihrer Pinnwand vorfinden, die in keinster Weise irgendwie hier einen Mehrwert liefern. Ja? Und das machen Sie dann folgendermaßen. Sie klicken dann hier der rechten Seite auf dieses kleine Zeichen hier und dann sagen Sie Beitrag löschen und Nutzer blockieren. Und somit löschen Sie diesen Beitrag und dieser Nutzer hat nicht mehr die Möglichkeit, an Ihrer Pinnwand solche Links zu hinterlassen. Ist vielleicht ganz gut, dass Sie das auch mal gesehen haben, denn das wird Ihnen mit Sicherheit auch passieren. Gut, kommen wir aber zurück zu dem Trick. Zuallererst müssen Sie natürlich wieder auf diesen Link klicken, um den Namen zu wechseln. Ja? Ganz wichtig, Sie müssen in dem Modus Ihrer Facebook-Fanpage jetzt auf Facebook sein. Dann hatte ich Ihnen ja gezeigt, dass Sie auf der Startseite, wenn Sie bei anderen Seiten auf Gefällt mir geklickt haben, einen individuellen Newsfeed haben. Und so zum Beispiel habe ich hier auf der Seite facebookbits.de auf Gefällt mir geklickt, weil die Inhalte sehr relevant sind zu meiner Facebook-Fanpage, jetzt in diesem Beispiel. Und ich sehe hier zum Beispiel einen Eintrag, der ist recht neu, die aktuellen Facebook-Nutzerzahlen. Und das ist etwas, eine Information, News, die ich gerne selbstverständlich auch mit meinen Fans teilen möchte. Und dann kann ich nämlich Folgendes machen. Ich klicke hier auf Teilen. Und dann gebe ich hier ein und dann klicken Sie zum Beispiel
das Add. Dann geben Sie den Namen der Seite ein, wo Sie auf Gefällt mir geklickt haben. Sie sehen, die wird hier auch schon aufgelistet. Dann wähle ich das aus und jetzt habe ich diese Seite getaggt. Und dann schreibe ich weiter. Ja, dann klicke ich auf Link teilen und Sie werden gleich sehen, ich zeige Ihnen das Ergebnis. Ich gehe zurück zu der Pinnwand. Sie sehen das hier. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier den Link und ich jetzt diese Seite öffne. Sehen Sie hier zum Beispiel jetzt ebenfalls diesen Eintrag, weil ich habe diese Seite eben gerade getaggt. Und ja, also einerseits mache ich Werbung auf meiner Facebook-Fanpage für diese Fanpage und natürlich indirekt mache ich auch Werbung auf dieser Seite. Aber wie gesagt, Sie müssen hier wirklich aufpassen, dass das auch wirklich passt zu dem Thema der Fanpage hier. Aber in dem Fall nutze ich ja das Tag, wie gesagt, um die Quelle zu nennen, wo ich das gefunden habe. Und ich mache dann halt auch Werbung auf meiner Facebook-Fanpage, denn auf meiner Seite befindet sich ja dann auch der Link hier zu dem Blog. Also auch so bekommt Facebook jetzt zusätzlichen Traffic. Gut, das wäre jetzt die vierte Strategie, die ich Ihnen zeigen wollte. Probieren Sie die Sachen einfach mal aus. Und Sie werden sehen, dass das eine durchaus gute Strategie sein kann, um dann mehr Feedback zu bekommen und mehr Fanaktivität.